Wie funktioniert die berühmte Ananaszucht? Wie oft stand das heute noch so berühmte Pückler-Eis tatsächlich auf der fürstlichen Tafel? Und wie ging das ohne Gefrierschrank? Um diese und andere Fragen geht es in der neuen Open-Air-Ausstellung Pücklers Genussreich des Branitzer Parks in Cottbus. Wir wollen alle Besucher erreichen, die hier im Park sind, immerhin fast 350.000 im Jahr, die an verschiedenen Stationen entdecken können, was dieser Park, der ein schönes Gartendenkmal ist, auch ganz konkret zu tun hat mit Nutztierhaltung, mit Fasanen, mit Ananas, die hier gezüchtet und für die Tafel bereitet worden sind. Und wir werden zum Beispiel auch ein Erdbeerbeet zeigen und zeigen, wie die Nutzpflanzungen auch in dieser schönen Pflanzung des Branitzer Parks immer eine ganz wesentliche Rolle spielten. An 5 eigens ausgewählten Orten können Besucher mehr über den Fürsten und seine Vorlieben für Genüsse aus der ganzen Welt erfahren. So wurde ein 3-stöckiges Erdbeerhochbeet im Pleasure-Obstgarten in der Nähe des Kavalierhauses angelegt. 1856 ließ der Fürst Pückler an derselben Stelle einen massiven Erdbeerhügel als Teil eines dekorativen Fruchtgartens anlegen. In Kooperation mit der Fröbel Kindertagesstätte und der Stiftung des Branitzer Parks pflanzen und pflegen dort die Kinder Ananaserdbeeren. Auch hier können wir wieder aus der Vergangenheit in die Zukunft schöpfen. Friedrich Fröbel, der Erfinder des Wortes Kindergarten, und Pückler waren bekannt, waren Freunde, schreiben sich Briefe. Der eine heißt Lieber Kindergärtner und der andere heißt Lieber Pflanzengärtner. Fröbel und Pückler kannten sich und diese Tradition hat uns dazu gebracht, eine Kooperation einzugehen mit den Fröbel Kindergärten, einem der größten Anbieter in ganz Deutschland, für nachhaltige Kinderbetreuung. Und die Kinder werden hier in den Erdbeerbeeten das tun, was unsere Gärtner tagtäglich tun: pflegen, hegen, und sie dürfen, mehr als unsere Gärtner und Besucher dürfen, auch die Erdbeeren im Erdbeerhügel im Pleasure-Obstgarten ernten, kosten und ihren Eltern und allen davon erzählen. Auch dieses Jahr gibt es wieder viele Veranstaltungen im Branitzer Park rund um den Fürsten Pückler. Wer also in der kleinen Sonderschau mehr über die Genüsse des Fürsten erfahren möchte, der hat noch bis zum 31. Oktober Zeit.